Ari sagt Hallo und guten Tag zur Realität heute am 4. Dezember 2022. Beginnend heute hier im Herzen von Playa de Ingles, direkt beim Hotel Rey Carlos. Ich habe mir überlegt, wohin heute. Ja, Wind haben wir überall, dann soll man auch ein bisschen was sehen. Vielleicht haben wir ein paar Kite oder Surfer zu beobachten. Ich fahre dann mal hier in diese Richtung an den Strand, aber jetzt erstmal hier ein paar Fragen auch beantworten. Wir haben hier ja auch eine Restaurantszene hier. Und dann die Frage, wo kann man Ausflüge buchen? Hier die günstigsten, die kann man da buchen, Low-Cost-Tours. Hier drüben haben die ihr Büro und da kann man Ausflüge buchen. Oder eben auch bei der TUI bzw. in den Sprechstunden. So, jetzt kommt hier gerade der Bus an, der fährt nach Telde. Hier kann man direkt mit der 36 nach Telde fahren und kann da vielleicht auch mal einen halben Tag verbringen. Das lohnt sich auf jeden Fall mal. So, dann, was gab es dann noch hier in der Ecke? Ja, da vorne ist die Sita, Einkaufszentrum Sita. Da gibt es übrigens im Erdgeschoss beim Organic Food auch die Kalender, weil die Frage immer wieder auftaucht. Dann das deutsche Café hier, davor das Restaurant Japan, Sakurai 3, da gibt es mehrere davon, unter anderem auch in Las Palmas. Und dann hier der Chinese Golden Bamboo und der Italiener Che Passatio. So, da vorne ist das Hotel Rio Palas Maspalomas und da möchte ich mal erstmal auf die Dünen schauen, aufs Meer sehen. Hier das Aloe. Ja, das Wetter in den Bergen, da gibt es ein bisschen Wolken jetzt im Moment hier und wir schauen uns gleich an, wie die andere Seite aussieht. Gibt auch ein paar Fragen zu klären oder eine Frage im Mini-Rente. Kann man da auch auf den Kanaren leben davon? Teneriffa zum Beispiel, gibt es einen Bericht. Und schauen wir mal. Ich werde euch dazu ein paar Anregungen geben. Und hier der 33er Playa de Ingles. Der durchquert hier die ganze Gegend. Und von da aus kann man dann eben auch weiterfahren. Vom Hotel Tropical nach Las Palmas zum Beispiel. So, weiter geht's. Wir machen uns jetzt auf in die Richtung. So, hier der Blick in die Richtung Sita bzw. hier jetzt Richtung Rio Palas. Ja, für viele immer ein Erlebnis, wie für mich auch, hier durchzugehen und zu spazieren. Und die Weihnachtsdeko, die steht jetzt hier schon außen, große Kugeln beleuchtet. Das sieht natürlich bei Dunkelheit wesentlich schöner aus wie jetzt. Und hier ist auch wieder richtig Betrieb. Die warten schon wieder abgeholt zu werden. So, schaut euch diese Kugeln an. Und da vorne gibt es zwei große Kerzen. So, der Weihnachtsbaum im Hotel Rio Palas Maspalomas. Ja, und hier auf der Gasse, da ist immer richtig was los. Durch den Wind ja nicht das ideale Strandwetter heute. Ja, ist schon schön hier
lang spazieren zu können, zu dürfen und die Natur zu genießen. Die Fragen, die dann eben auftauchen, auch ob es da einen Reiseführer gibt, wurde ich gefragt, der so Kurztouren beschreibt hier. Nein, gibt es noch nicht, jedenfalls nicht meines Wissens. Es gibt genügend Reiseführer, aber jetzt mal so Plan B, wie ich gesagt habe, bei schlechtem Wetter oder bei Wind mal schnell ein bisschen was unternehmen, das gibt es meines Wissens nicht. So, und hier das Café wieder, Café und Eisdiele und kleiner Supermarkt, auch zu zivilen Preisen. Kann man hier nochmal einen kurzen Stopp einlegen. So, und hier gibt es auch dann den direkten Zugang zu den Dünen, beschildert, beschriftet. Ja, hier ist immer Betrieb, außer am frühen Morgen. Ja, und das mit dem Wind hält sich heute dann doch noch in Grenzen. Hier vorne, hier kaum was gesagt. So, hier genau die Beschreibung, wo man gehen kann, wo man ankommt. So, und hier vorne teilt sich der Weg. Immer noch mal ein bisschen Information für die, die es nicht wissen. Das sollte man jetzt nicht machen, was die da machen, quer durch. Dafür gibt es ja auch hier die Routen. Aber das ist eben so. Manche wissen es nicht und manche wissen es und machen es trotzdem. So, hier pfeift ganz schön der Wind. Und da vorne sind Keiter an der Punta. Das geht aber jetzt für mich nicht. Ja, was für ein schönes Bild jetzt hier, der Faro, der Leuchtturm, die Wolken mit dabei. Es gibt kaum eine Stelle, wo man hier den besseren Überblick hat über die Dünen. Und ihr seht, da oben weht ganz schön der Wind, wenn ich jetzt mal den Dünenkamm jetzt ins Visier nehme. Und deswegen werde ich auch jetzt nicht in diese Richtung gehen. Das ist mir dann für Augen und Kamera zu gefährlich. So, für mich geht es dann ganz einfach wieder hier. Hier zurück. Ja.
Ja, hier werden doch die meisten Fotos gemacht auf dem Weg, beziehungsweise dann auch vorne. Vorne an den Dünen. Ja, und so einen kleinen Abstecher ins Hotel, das wird uns wohl kaum jemand verwehren. Ja, schöne Deko, wie man es gewohnt ist. Ja, auch hier noch schöne Dekoration. Ja, und dann fahren wir jetzt ganz einfach noch mal ein bisschen, wo man noch einen schönen Blick aufs Meer hat. So, hier der Blick auf die Berge, da sieht das alles ein bisschen anders aus. Ja, das ist die Realität hier und heute. Am 4. Dezember, 24 Grad. Im Moment hier leichter Wind. Da hatten wir ein bisschen mehr heute in Maspalomas. So, unweit der Sita, dem Einkaufszentrum Sita, das kann man da vorne gerade noch so erkennen. Hier das Daboga und das Nogal. Hier sind wir wieder richtig. Jeanette und Jochen hier, euer Quartier. Doña Rosa auf der anderen Seite. Ja, und wir gehen jetzt mal Richtung Wasser. Ganz gemütlich. Und hier gibt es ja auch den schönen Blick über die Dünen. Vielleicht können wir ein paar Kiter sehen. Santa Monica hier, das Dach und der Hotelbetrieb oder die Zimmer, die sind dann alle ein paar Etagen tiefer. So, und immer wieder hört man es, irgendwie Wind, was wollen wir denn machen, wo gehen wir denn hin? Das meistens entscheidet sich das, wenn man außen vorm Hotel steht, weil man keinen Plan oder keinen Plan B hat. Das kommt oft, die Fragen kommen häufig und ich werde da irgendwas vorbereiten. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, so ein Tagesbegleiter, wie ich ihn nenne. Von 3 Stunden bis einen kompletten Tag. Ja, und dann die Frage, das Thema heute, Auswandern mit kleiner Rente. Das ist mir zu kompliziert. Darüber zu berichten, generell jetzt ins Detail zu gehen, im Einzelnen, denn dann müsste ich ja da jetzt sozusagen den preislichen Ratgeber spielen. Ich sage euch nur eins, das Wichtigste ist, dass man vernünftig wohnt. Wenn man nicht vernünftig wohnt oder nicht da, wo man möchte, dann soll man das Ganze ganz schnell überdenken. Weil wenn man sich daheim nicht wohlfühlt, dann ist das schon mal ganz schlecht. So, und dann eben auch immer, wo man leben möchte. Mehr in der Stadt, mehr im touristischen Gebiet oder sonst wo. Und da sind eben auch preisliche Unterschiede, beziehungsweise da setzt dann der Preis schon mal das Niveau fest.
busy weren't on the stream, not on the telly, that was why. Schaut euch das an, wie schön das hier aussieht. Hier ist die Treppe, die direkt am Hotel Santa Monica runterführt. Wir können gleich auch mal ein bisschen in den Garten gucken. Ja, heute alles im Zeichen des Panoramablicks, Dünen. Unvorstellbar, ich habe gedacht, hier ist richtig viel Wind. Und hier ist fast gar nichts. So kann man sich täuschen. Ja, wenn man nicht auf die Erde schaut, dann passiert sowas. Ja, da muss man noch mal ein bisschen zoomen. Ja, und die Farben sind so schön. Da ist nichts gestellt, verändert, gespielt. Die Farben sind so, wie ihr die jetzt hier seht. Ja, hier der Blick jetzt aufs Hotel Santa Monica, der Garten unten, das sind 2 5 Etagen, also Erdgeschoss plus 4, das ist dann das Dach. Ja, so sieht's aus, heute hier am 2. Advent. Ich werde das ja in einer Stunde senden etwa. Bei uns ist es dann ja doch noch, ihr seht, ziemlich warm und schönes Wetter, und es hat sich also das Unwetter, die Warnung, die wir bekommen haben, bis jetzt nicht bewahrheitet. Aber da fliegt doch der Sand auf den Dünen, hier sieht man es. Ja, da vorne der Strand an Anexodos. So, ja, dann werde ich mich jetzt auch wieder hier auf den Rückweg machen. Auch hier ist richtig was los jetzt. Ja, noch mal auf das Thema zurückzukommen, viele, die eben überlegen, dann auch mit den Preiserhöhungen, mit den Heizkosten, dann hier auszuwandern. Das sollte man gut überlegen. Es gibt ja einige Videos, ganz einfach in die Suchleiste eingeben, auswandern, Langzeiturlaub, dann kommt ihr auf die Videos, oder in der Playlist gibt es auch einfach nachsehen. Und dann könnt ihr euch die Videos anschauen. Ich glaube, es gibt 6 bis 7 oder 8 Videos darüber. So, ich mache jetzt hier dann noch ein bisschen weiter die andere Richtung, aber ohne Kamera.
und verabschiede mich jetzt schon mal hier und sage ganz einfach bis zum nächsten Mal zum Wetter, beziehungsweise auch vielleicht zwischendrin nochmal: Habt einen schönen zweiten Advent, eine schöne ruhige Vorweihnachtszeit. Macht's gut, genießt das und bis bald. Hasta luego. Harry sagt Hallo und guten Tag, und zwar hier meine Tasche, mein Beitrag zum Umweltschutz, eine Naturbaumwolle in einer guten, stabilen Ausführung. Die Kappen habe ich auch jetzt dazu, fast im gleichen Material. Und jetzt kommen wir mal zur Tasche. Wir wollen eine Tasche packen. Was muss man da alles mitnehmen? Ja, wir haben hier ein Bier, dann haben wir den Sonnenschutz, ein Gläschen Sekt für die Dame, eine Sonnenbrille. Ja, und hier sind die Handtücher. Nein, der Adventskranz, der bleibt hier. So, wir packen mal die Tasche und schauen mal, ob das auch alles reingeht. Und dann zeige ich euch gleich nochmal das Innenleben. So sieht die Tasche innen aus, hat einen Boden unten, dass man auch viel reinkriegt. Noch ein kleines Täschchen an der Seite und die extra langen, breiten Bändel, dass man da auch gut was unterbringt und dass man es bequem tragen kann. So, die Tasche ist gepackt, es ist also alles drin, ganz bequem verstaut worden hier. Und ja, eine Tasche, die man auch für andere Zwecke verwenden kann. Und jetzt kommt sie ganz einfach so über die Schulter und dann geht's zum Strand. Ja, bis später. Wir sehen uns, wir hören uns, wir sprechen uns vielleicht zur nächsten Realität hier am Strand von Maspalomas.